wie die letzte Woche auch. Leider ist Tim Göhlert nach wie vor krank. Jetzt schon seit 2 Wochen hat er nicht trainiert. Und ja, wird auch nicht mehr trainieren. Und deswegen, klar, fällt er auch aus leider für das Spiel aus am Sonntag gegen Bochum. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also es geht rein, was mögliche Ziele oder was Aufstieg und Abstieg geht. Logischerweise geht es um nichts mehr. Aber jetzt geht es wirklich darum, es ist der letzte Spieltag. Es ist die letzte Chance, sich in der Tabelle zu verbessern. Und man muss sich ja bloß mal die Tabelle momentan anschauen. Wir können, glaube ich, noch einen Platz theoretisch zurückfallen. Wir können aber noch 2, 3, 4 Plätze, wenn es ganz gut läuft, gut machen. Von daher ist es für uns ein richtiges Endspiel. Das ist unser Motto. Endspiel. Es ist das letzte Spiel. Danach kommt nichts mehr. Und wir wollen jetzt einen einstelligen Tabellenplatz. Und das wird uns am besten gelingen mit einem Sieg. Wir haben die Saison aus dem letzten Jahr schon übertroffen für mich. Auch wenn auf der Tabelle noch ein Punkt fehlt. Aber zweites Jahr, großer Umbruch. Nochmal ein Umbruch in der Offensive im Winter, DFB-Pokal, Entwicklung der Mannschaft und von daher ist es unabhängig für mich davon in der Bewertung der Saison. Nichtsdestotrotz habe ich es ja eben gesagt, ein Endspiel, also ich kenne keinen Spieler, der ein Endspiel verlieren will und deswegen geht es nochmal darum, wirklich morgen einen Sieg einzufahren zu Hause mit unseren Fans zusammen, einen schönen Abschluss zu feiern. Und das nehmen wir uns vor und das wollen wir nochmal auf den Platz bekommen, dass wir ja so eine Leistung auch zeigen, die dazu auch berechtigt, den VfL Bochum auch zu schlagen. Natürlich, ja. Zunächst mal möchte ich mich bedanken im Namen der Mannschaft, auch des ganzen Vereins, für eine weitere tolle Saison. Ich glaube, es gab Höhen und Tiefen, aber wir sind nie Gefahr gelaufen, unsere Ziele zu verfehlen. Wir haben eine Phase gehabt mit 4 verlorenen Heimspielen in Serie. Dabei ist es bisher geblieben und soll es auch bleiben. Ich war auch mal kritisch in meinen Äußerungen, vor allen Dingen zu unseren Fans, die hinter mir sitzen. Ich glaube, das ist meine Liebe. Mal mag man sich nicht so, aber alle kommen, um letztendlich die Mannschaft spielen zu sehen. Und ich glaube, diese Emotionen wollen wir auch im Stadion. Ich finde, es gehört mal dazu, dass man auch sich positioniert. Das habe ich einmal gemacht, aber gleichwohl möchte ich mich bei allen bedanken bei uns im Stadion. War wieder eine tolle Saison mit vielen Spielen, mit einer tollen Atmosphäre. Die Mannschaft hat die Unterstützung verdient. Sie hat sie auch meistgehend bekommen. Ich glaube, dass die Mannschaft auch viel zurückgegeben hat. Und von daher glaube ich, dass wir auch in dieser Saison sagen können, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn wir nächstes Jahr alle wieder zusammen einen Schritt nach vorne machen, dann werden wir weiter viele tolle Fußballfeste haben, viele emotionale Ereignisse. Und ich finde das vielleicht abschließend, es ist doch schön, in die Feldarena zu kommen, die Mannschaft spielen zu sehen, aber vor allen Dingen fighten bis zum letzten Tropfen im Tank. Wir haben Spiele gedreht, die schon verloren zu sein schienen. Und deswegen glaube ich, dass es bei uns sehr emotional ist, dass die Zuschauer, unsere Fans auf unsere Kosten kommen. Und diesen Weg wollen wir natürlich auch weitergehen. Also nochmal danke auch für unsere Zuschauer, unsere Fans, die uns auch immer wieder unterstützen. Also im Endeffekt haben sie es ja dieses Jahr schon. Zwar hinten raus haben sie es nicht mehr geschafft, Schritt zu halten mit dem Top-Trio. Aber ich glaube schon, dass die Ambition vom VfL Bochum war, solange es geht oder auch am Ende da dabei zu sein. Da ist eine ganz klare Entwicklung zu sehen, vor allen Dingen fußballerisch. Eine Mannschaft, die sehr offensiv stark ist. Die versucht immer den Ball flach aufzubauen und über Ballbesitzfußball zu kommen. Und sollte der VfL Bochum da auch den nächsten Schritt machen in die neue Saison, dann ist der VfL Bochum für mich definitiv ein Kandidat nächstes Jahr, der um den Aufstieg mitspielen kann. Ja, das ist ja bekannt, dass Bochum sehr offensiv stark ist, dass sie sich viele Torchancen erspielen. Der gravierende Unterschied zur vergangenen Saison ist, dass sie sich in der Defensive stabilisiert haben, ohne einzubüßen, dass sie in der Offensive eben weniger Torgefahr ausstrahlen. Und deswegen sind sie auch deutlich stärker als in der vergangenen Saison. Und wir werden sicherlich übermorgen nochmal gefordert werden in der Abwehrarbeit im Spiel gegen den Ball. Aber es macht ja auch Spaß. Also ich sehe das Fanfest völlig unabhängig von dem Spiel jetzt morgen. Aber natürlich ist klar, grundsätzlich ist es immer schöner zu feiern, wenn man ein unmittelbares Erfolgserlebnis hat. Aber es ist ein Fanfest,
wo letztendlich ja einer ganzen Saison gilt. Und deswegen, ja, auch wenn das Wetter, wenn es keine 25 Grad geben sollte, finde ich, lohnt es sich trotzdem. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und deswegen warm anziehen und mit der Mannschaft zusammen einen tollen Abschluss feiern. Also wenn man ein Schlüsselspiel nehmen will, was unser Ziel betrifft, komfortabler Klassenerhalt, dann war das für mich ganz klar das erste Spiel in diesem Jahr in Düsseldorf. Ich glaube, wir haben vor der Winterpause 3-0 gegen den Club verloren. Ich sage nicht, dass wir nervös geworden sind, aber ja, das hat bei uns schon auch nochmal was in Gang gesetzt. Und deswegen war das wichtig, mit einem Sieg bei Fortuna Düsseldorf, auch beim damaligen direkten Konkurrenten für mich, einfach ihn auf Distanz zu halten oder sogar den Vorsprung zu vergrößern. Und ich glaube, das war auch für die Mannschaft wichtig zu sehen, dass wir dieser kurzen Vorbereitungszeit im Winter erstens die richtigen Maßnahmen in personeller Art getroffen haben und zweitens ein tolles Trainingslager auch gehabt haben in der Türkei. Und wenn man dann bestätigt wird mit einem Sieg in Düsseldorf, dann war das für alle so ein Zeichen, dass wir unser Ziel erreichen werden, wenn wir weiterhin zusammenstehen und jeder seinen Teil dazu beiträgt. Das war für mich sportlich gesehen absolutes Highlight. Und jetzt natürlich der DFB-Pokal war dieses Jahr was Besonderes, insbesondere das Viertelfinalspiel gegen Hertha. Denke, dass es auch Lust auf mehr gemacht hat. Aber insgesamt nochmal finde ich die größte Leistung von der Mannschaft, von uns allen, dass wir so eine sorgenfreie Saison gespielt haben, ohne da mal Gefahr gelaufen sind, ganz unten reinzukommen und ist im zweiten Jahr mit einem größeren personellen Umbruch im Sommer, im Winter. Deswegen da wirklich Kompliment an alle, die dazu beigetragen haben. Ich glaube, das ist klar, man sucht immer Anker, die für was verantwortlich sind und in der Außenwirkung war das mit Sicherheit auch so. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann definiert sich der erste FC Heidenheim immer über ein Kollektiv und das war für mich letztes Jahr so, auch wenn die natürlich die Tore machen, da meistens in der Öffentlichkeit im Fokus stehen. Aber wichtig ist immer die Geschlossenheit einer Mannschaft, besonders hier bei uns. Und deswegen ja, ist es jetzt der Robert Leipertz, letztes Jahr war es der Flo Niederlechner, der Marc ist sowieso immer dabei. Aber ich glaube, man kann dies Jahr auch sagen, in der Defensive, egal wie wir gespielt haben, haben wir meistens sehr gute Leistungen gezeigt, haben, glaube ich, jetzt insgesamt 10 oder 11 Mal kein Gegentor bekommen. Und deswegen für mich dieses Jahr ein sehr gutes Kollektiv. Haben jetzt keinen Stürmer gehabt, der irgendwo 15 oder 20 Tore geschossen hat. Und deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig war, dass die Mannschaft einen großen Zusammenhalt hat, immer an einem Strang zieht und immer bis zum Schluss wirklich alles investiert und dafür tut, dass man erfolgreich ist. Und ja, das ist was Tolles, wenn man das nach einer Saison sagen kann, dass die Mannschaft funktioniert hat und sich keiner wichtiger genommen hat, als er letztendlich war. Und das kann man definitiv bestätigen. Sich entschieden, unser Angebot zur Vertragsverlängerung nicht anzunehmen und verlässt uns am Saisonende. Und wie gesagt, wird seinen Vertrag nicht verlängern. Das wollte ich einfach vorweg schicken, damit weitere Personalien geklärt. Ich wünsche ihm alles Gute, logischerweise. Der Mauro ist seit U17 bei uns, schon eine lange Zeit, ne? Aber er hat sich deshalb so entschieden, vielleicht noch was zum Grund, ne? Weil er sich vom Grundsatz her schon sehr, sehr wohl fühlt, so viele Jahre mit dem Verein ist, aber er natürlich gerne mehr spielen möchte. Und das muss man auch verstehen und deshalb wünsche ich ihm alles Gute. Er hat noch keinen neuen Verein jetzt ganz konkret, ist jetzt auf der Suche, aber das kann man auch nachvollziehen, dass man nach so einer langen Zeit einfach mehr Einsatzzeiten sich wünscht. Alfred, ja, Alfred gewinnt, hat das Rentenalter jetzt erreicht. Falschrum. Er war schon in Rente, so muss man es ganz richtig sagen. Aber er wollte nicht aufhören. Wir haben ihn noch neben seiner, praktisch mehr oder weniger als Rentner, zusätzlich beschäftigt. Aber es ist so, dass es gesundheitlich jetzt einfach nicht mehr geht. Ne? Also er war ja schon im Winter im Trainingslager nicht mehr dabei, weil er das mit dem Flug, die Belastung nicht machen konnte. Und ja, wir hoffen, dass er uns im Verein erhalten bleibt, im Nachwuchsleistungszentrum. Dass er da Aufgabe übernimmt, der möchte gerne, unheimlich gerne noch was machen, so wie es seine Gesundheit zulässt. Und da wird man auch eine Lösung finden, ganz mit Sicherheit, weil er ist schon ein ganz treuer Werkgefährte, mit dem wir die ganzen Jahre gemeinsam wirklich tolle Zeit gehabt haben. Aber ja, so ist halt der Lauf der Zeit. Und irgendwann wird man alle so alt wahrscheinlich. Wir können nicht mehr so, wie wir es gerne möchten. Schauen wir mal. Also sind wir gerade überlegen, wie wir das abbilden. Dave Gnase, das kann ich an der Stelle sagen, kehrt zurück, der war ja ausgeliehen, entspricht der Auto-Local-Player-Regelung, der
Bitte? Der kehrt zurück. Der kehrt zurück, ja. Das ist entschieden. Der entspricht auch der Local Player Regelung. Und der Dave hat es gut gemacht, jetzt in der Regionalliga Neckarelz, ne, nach unserer Rückmeldung, die wir haben uns auch mit beschäftigt. Und ja, er kommt, so war es ja auch geplant von Anfang an, dass man auch sagt, er soll Spielpraxis sammeln, dass er mehr spielt. Das hat auch gut funktioniert. Und jetzt kommt er im Sommer ganz normal zu uns zurück. Ich habe es ja immer im Vorfeld schon gesagt, ne, man darf da die Dinge nicht irgendwie dramatisieren. Das war für uns fantastisch, da in die Bundesliga hochzukommen. Und ich fand es wirklich auch schon eine Leistung, bis zum letzten Spieltag letztendlich die Chance auf den Klassenhalt zu haben. Das ist schon was. Und wenn ihr denkt, dass im Jahr davor Augsburg und Kaiserslautern abgestiegen ist und so wie es aussieht, steigen die wohl wieder auf, wenn sie es nicht schon sind, so genau habe ich es jetzt nicht verfolgt, ne? Dann weiß ich, dass wir nächstes Jahr auch die Chance haben, wieder hochzugehen. Jetzt sind unsere U15-Junioren dafür Meister geworden, haben die Chance, Oberliga zu gehen. Das ist im Juniorenbereich auf und ab. Tim Skarke hat nie Bundesliga A-Junioren gespielt und hat in der zweiten Liga seine Chance nutzen können. Also die A-Junioren-Bundesliga ist für unseren Verein natürlich toll und auch irgendwo wichtig, wenn man auf dem Niveau natürlich lieber spielt. Aber es heißt nicht damit automatisch, wenn man da jetzt nicht spielt, dass dann der Weg nach oben nicht möglich wäre. Da ist der Tim Skarke, wie gesagt, ein Beispiel dafür. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr einen weiteren Schritt macht, logischerweise. Aber wir wollen versuchen, da wieder hochzukommen. Ist immer besser. Aber es ist für unseren Verein kein existenzielles Thema. Und mal schauen, wir haben ja wichtige, wertvolle Erfahrungen gesammelt, zum ersten Mal Bundesliga zu spielen. Es hat knapp nicht gereicht. War vielleicht ein bisschen mehr drin. Ne? Die zwei Niederlagen gegen Darmstadt tun weh. Wenn man es in der Endabrechnung sieht, dann haben die eigentlich im Wesentlichen gefehlt. Mit den Punkten hätten wir es geschafft gehabt. Aber Wenn und Aber gibt es halt im Fußball nicht. Ne? Wir müssen ein paar Dinge schon hinterfragen und besser machen, weil so aus der Erfahrung lernt man auch wieder. Mittelfristig wollen wir uns da natürlich wieder hinentwickeln und dann auch dort etablieren. Da hilft uns das eine Jahr jetzt schon sehr. Ja, du darfst dann Frank auch fragen, das sitzt ja auch hier. Ne? Das brauchst du gar nicht so fragen. Mir hat der Frank gesagt, dass er seit Zukunft im FC Heidenheim sieht und ich nächstes Jahr 100% davon. Ja, also. Bei mir hat sich weder ein anderer Verein gemeldet, noch braucht sich einer melden. Das kann ich nur immer wieder wiederholen. Weil wir von Frank zu 1000% überzeugt sind, das ist aber nicht aufgrund jetzt von der Saison, das sage ich schon seit Jahren. Ne? Und wir kommen immer weiter und das ist haben unserem Trainer da Unglaubliches zu verdanken. Das ist ganz wesentlich in seine Handschrift, die ganze Entwicklung beim 1. FC Heidenheim. Und deshalb werden wir den, so fest es nur geht, anbinden und niemals irgendjemand anderes geben. Das ist so. Ne? Wir sind halt zu 1000% von ihm überzeugt. Und die ganze Entwicklung wäre ohne Frank Schmidt so nie möglich gewesen. Und deshalb werden wir ihn auch nicht hergeben. Und Gott sei Dank sagt der Frank, er sieht seine Zukunft hier. Das lässt mich ruhig schlafen, sonst hätte ich wirklich Sorge. Nervig ist das für mich nicht. Warum? Das zeigt ja nur, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass sich unser Verein in die richtige Richtung entwickelt. Aber da wird auch, finde ich auch, Timo, wirklich unglaublich viel rumspekuliert. Ne? Das ist so. Also, dass sich nie jemand konkret gemeldet hat, kann man auch die Dinge. Ich weiß, ihr macht ja da. Bitte nicht falsch verstehen, soll jetzt kein Medienschelde werden. Das macht ja auch nur jeder seinen Job. Ne? Und dass in Stuttgart halt manche Dinge jetzt. Auf das hast du jetzt angesprochen, ne? Habe ich jetzt so interpretiert, ich glaube, das kann man glaub schon so verstehen. Ne? Also, dass da vieles jetzt hinterfragt wird, das ist ja klar. Und dass das dann automatisch dann bei uns Nachfragen auslöst, das gehört dazu. Ich habe da kein Problem, das nervt mich auch nicht. Überhaupt nicht. Ist halt so.